Ja, da sind wir wieder und jetzt haben wir schon eine Kampagne angelegt bei GetResponse und ein Webformular erstellt und auf unserer Seite eingebunden. Ja, jetzt haben sich ein paar Leute eingetragen und jetzt sollten wir denen ab und zu einen Newsletter senden, denn wir machen das Ganze ja nicht umsonst, sondern wir möchten den Leuten etwas mitteilen in unserer Liste und dafür müssen wir ihnen eine E-Mail schreiben. Wie machen wir das? Wenn wir wieder auf unserer Startseite sind, klicken wir auf Nachrichten hier oben, auf Newsletter erstellen. Jetzt könnt ihr das Ganze per HTML machen, wenn ihr zum Beispiel eine Vorlage habt, die schon fertig ist, oder ihr könnt ein Newsletter erstellen mit dem Editor. Dafür klicken wir auf neue E-Mail erstellen. Dann geben wir der Nachricht einen Namen. Wichtig, diesen Namen sehen die Empfänger nicht. Das ist nur für euch, damit ihr wisst, wofür ihr diese Nachricht geschrieben habt. Dann gebt ihr einen Betreff ein. Hier ist klar, den sehen die User natürlich. Dieser Betreff sollte möglichst ansprechend sein und zum Lesen auffordern, allerdings nicht zu provokativ sein oder mit einem RE-Doppelpunkt anfangen oder so, nur damit die Leute das öffnen. Das wird nicht so gern gesehen. Ihr könnt das Ganze auch personalisieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben möchte, hallo, hallo Herr Müller, dann kann ich es hier noch eingeben und neuer Newsletter, also ich schreibe da halt irgendeinen passenden Betreff ein, wähle nochmal aus, von welcher E-Mail-Adresse die E-Mail kommen soll. Wie bereits im ersten Video erwähnt, möglichst nicht von eurer Hauptdomain. Dann könnt ihr das Ganze verfolgen über die Klickrate oder auch Google Analytics, damit müsst ihr aber euer Konto verknüpfen. Die Klickrate solltet ihr anlassen, also die Einstellungen hier könnt ihr eigentlich lassen. Wenn ihr möchtet, dass der Newsletter automatisch bei Facebook und Twitter gepostet werden soll, könnt ihr das auch hier einstellen. Dafür fügt ihr eure Konten von Twitter und Facebook hinzu und könnt das dann jeweils anhaken. Also, wir haben Nachrichtenname, Betreff und von wem das ist. Auf nächster Schritt klicken. Und jetzt haben wir hier eine riesengroße Anzahl an Vorlagen, die wir nutzen können. Wir können aber auch einen HTML-Code eingeben oder eine eigene Vorlage machen oder. Ja, also ganz viele Vorlagen. Hier könnt ihr euch eine aussuchen und die dann bearbeiten. Hier habt ihr das Ganze auch nochmal nach Kategorien aufgeteilt. Nehmen wir mal den Punkt Internetmarketing. Nehmen wir mal ein einfaches Template, wie das hier oben. Wir haben hier die Möglichkeit, uns das in der Vorschau anzusehen, also in etwas größer. Und auch die Möglichkeit, uns das in diesen anderen Farben anzusehen. So, ich nehme jetzt mal hier dieses rote Pink, wie auch immer. Und klicke auf Vorlage nutzen. Und jetzt habe ich hier einen sehr schönen Editor, der auch sehr gut funktioniert und kann die einzelnen Bereiche bearbeiten oder auch welche hinzufügen. Nehmen wir mal an, mir gefällt dieses Bild hier nicht. Übrigens, ganz kurz noch der Hinweis: Wenn ihr GetResponse nutzt, habt ihr eine sehr große Bilderdatenbank mit Bildern, die ihr wirklich benutzen könnt. Das zeige ich euch jetzt. Wenn mir dieses Bild nicht gefällt, klicke ich da einfach drauf und klicke hier auf dieses Fotosymbol und dann sieht man schon, dass man hier von iStockfoto ganz viele Fotos hat. Die sind übrigens auch nochmal in Kategorien eingeteilt, die man so für seine E-Mails nutzen kann. Ganz legal und ohne, dass es was kostet. Ich nehme jetzt einfach mal, welches Bild nehme ich mal? Hier, das hier. So, das wurde jetzt hier eingefügt. Das kann ich jetzt noch skalieren, indem ich es größer oder kleiner mache. Ich kann sagen, ich möchte da einen Rahmen haben. Also hier sind noch mal ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Man kann es natürlich auch verlinken. Dieses kleine Klammernsymbol, das kennt ihr, ist immer ein Linksymbol, wo man einen Link hinzufügen kann. Man kann noch einen Alt-Tag hinzufügen und so weiter. So, jetzt möchte ich die Überschrift hier ändern. Ihr seht schon, das ist alles in einzelne Bereiche aufgebaut. Und ich kann überall hineinklicken, hier ganz normal per Tastatur schreiben und bearbeiten. Wenn ich das hier zum Beispiel in einer anderen Farbe haben möchte, mache ich das. Oder ich verlinke ein Wort. Oder ich füge noch eine Personalisierung hinzu, wie zum Beispiel der Name. Ich kann die Schriftgröße ändern. Ich kann, also ja, es ist also ein ganz normaler Editor, womit ihr alles Mögliche noch ändern könnt. Die Schriftart und noch vieles mehr. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Social Media Buttons hinzufügen möchtet, dann könnt ihr das hier unten rechts über den Punkt Social Sharing aufklappen und euch hier einen Punkt nehmen,
festhalten mit der Maus und dahin ziehen, wo ihr ihn hinhaben möchtet. Ihr seht schon, dass das Ganze dann so ein bisschen vorgegeben wird. Ich möchte das jetzt mal hier unter dem Button packen. So, dann sind da schon die Social Media Sharings eingebunden. Den Button sollten wir möglichst verlinken. Dazu klicken wir da drauf und können hier die URL und den Titel eingeben. Wir können Ebenen löschen. Das machen wir, indem wir hier auf dieses Mülleimer-Symbol klicken. Weg ist die Ebene. Wir können die Ebene natürlich auch verschieben mit dem schönen Kreuz-Symbol. Packen wir mal darunter. Ja, also ihr seht, hier kann man sehr viel machen. Wir können das auch mit Spalten arbeiten. Wir können hier unten drunter noch einen Bereich hinzufügen. Wir können hier noch eine Spalte hinzufügen. Also euch sind da, eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das so kreativ machen, wie ihr möchtet. Grundeinstellungen von dem Template hier oben. Die Nachricht hat jetzt eine Breite von 555 Pixel, hat einen weißen Hintergrund. Man kann auch ein Bild als Hintergrund nehmen. Hier ist nochmal der Hintergrund, der komplette Hintergrund. Das hier ist der Body-Hintergrund. Und ja, das sind so die Möglichkeiten. Wie gesagt, ihr habt hier diese Grundblöcke, ihr könnt hier auch mit Bild und Text arbeiten. Einfach reinziehen, wohin ihr es haben wollt, doppelklicken und dann bearbeiten. Wenn ihr so ein Template fertig habt oder beziehungsweise eure E-Mail fertig habt, dann klickt ihr am besten als allererstes auf Testnachricht senden und könnt dann euch diese Nachricht einmal per Test zusenden lassen und mal anschauen, wie das in eurem E-Mail-Programm aussieht. Wenn alles funktioniert, alle Links funktionieren, der Text in Ordnung ist, dann könnt ihr das entweder speichern als Vorlage oder Entwurf. Zum Beispiel, wenn ihr euren Bloglesern jedes Mal neue Blogartikel präsentieren wollt, das könnt ihr übrigens auch automatisieren, zeige ich euch gleich, dann könnt ihr so eine Vorlage erstellen und jedes Mal einfach nur den Inhalt ändern. Wenn also eure Nachricht fertig ist, klickt ihr auf Nächster Schritt. Ja, jetzt können wir natürlich auswählen, an wen wir die E-Mail senden möchten. Wenn wir hinter mehrere Kampagnen, also mehrere Listen haben, dann ist das natürlich sinnvoll, dass man einzelne Listen nur auswählen kann. Hier wähle ich jetzt unsere angelegte Kampagne aus. Ich kann auch sagen, ich möchte bestimmte Empfänger ausschließen, zum Beispiel von Kampagne A, B und C. Ich kann Segmente noch wählen, wenn ich welche angelegt habe. Und ja, hier sehe ich dann nochmal, wie viele Kontakte jetzt meine Liste hat. Und ich kann auch sogar Kontakte manuell wählen. Also da hat man schon viele Möglichkeiten. Hier haben wir jetzt unsere Kampagne ausgewählt, klicken wieder auf Nächster Schritt und können jetzt Folgendes machen. Wir können sagen, okay, jetzt sofort soll diese E-Mail gesendet werden oder erst morgen um 8. Dafür klicken wir auf Planen und können hier jetzt eine Zeit und ein Datum eingeben, wann die E-Mail jetzt an meine Empfänger geschickt werden soll. Um hier nochmal kurz einen Überblick zu bekommen, hier sehen wir nochmal den Betreff, die Vorlage, die Nachricht, die hat natürlich jetzt einen relativ hohen Spam-Score. Hier müsst ihr darauf achten, dass ihr zum Beispiel nicht zu viele Links eingebaut habt, sodass diese E-Mail vor allen Dingen von den Freemail-Anbietern nicht als Spam gesehen wird. Ihr könnt euch auch nochmal eine Posteingangsvorschau anzeigen lassen. Dann seht ihr, wie eure Nachricht bei den unterschiedlichen Anbietern im Posteingang aussehen würde und wie viele Empfänger wir gewählt haben. Wie gesagt, hätte ich das jetzt geplant, könnte ich jetzt dann auf Senden klicken und der würde mir das dann und dann verschicken, automatisch. So kann ich zum Beispiel mehrere E-Mails, wenn ich zum Beispiel eine beim Launch mitmache und mehrere E-Mails senden möchte, das komplett automatisieren, alles einmal anlegen, planen und mich darüber freuen, wenn die E-Mails gelesen werden. Oder wie gesagt, ich klicke auf Jetzt senden, das kann ich ja mal machen. Wenn ich jetzt auf die Startseite gehe, dann sehe ich nämlich zum einen, dass wir zwei Boxen haben von den einzelnen Kampagnen. Die kann man auch hinzufügen oder auch nicht oder auch eben entfernen. Und sehe, wie viele Leute sich heute eingetragen haben und wie viele Anmeldungen ich gesamt bei der Kampagne habe. Das ist ja mal ein netter Überblick. Wenn ich jetzt in meinen Newsletter noch etwas genauer analysieren möchte, kann ich das zum einen machen, wenn man mehrere Empfänger hat, dann hat man hier unten nochmal einen Bereich, wo man die grobe Übersicht des Newsletters sieht, den man gerade verschickt hat, also zum Beispiel, wie viele Leute das geöffnet haben, wie viele geklickt haben. Das kann ich aber auch über den Punkt meine Newsletter, im Punkt Newsletter und habe dann hier eine schöne Ansicht aller meiner Newsletter
und kann dann über die Punktaktion wiederverwenden, sagen Test senden, Statistiken, Vorschau oder zum Archiv hinzufügen. Und über den Punkt Statistiken kommen wir dann hier hin. Das ist ein sehr interessantes Gebiet bei GetResponse, denn hier könnt ihr wirklich eure E-Mails analysieren und gucken, welche E-Mails besser performen, welche nicht. Ihr könnt welche vergleichen. Ihr könnt übrigens mit GetResponse auch Split-Tests senden. Das ist komplett mit in eurem Tarif enthalten. Dazu aber auch in einem späteren Video mehr. Jetzt geht es erstmal um die Grundlagen und dazu gehört natürlich das Versenden einer Nachricht und zu schauen, wer hat sich denn das Ganze angeschaut, beziehungsweise wie viele haben sich die E-Mail angeschaut, wie viele haben geöffnet, wie viele haben geklickt und so weiter. So, das war das Video zum Thema Nachrichten versenden. Im nächsten Video geht es um das Thema Follow-up-Nachrichten, also wie ihr komplett automatisiert im Grunde Nachrichten versendet, nachdem sich die Leute eingetragen haben, indem ihr es nur einmal einrichtet. Und ja, das schauen wir uns gleich an. Also bis nachher.